Rund 3,8 Millionen Menschen in Bayern sind ehrenamtlich tätig. Doch viele von ihnen klagen über zu geringe Wertschätzung für ihr Engagement, über zu wenig Budget und zu viel Bürokratie. Was zu tun ist, darüber diskutierten die Freien Wähler bei ihrem parlamentarischen Abend Ehrenamt in turbulenten Zeiten im Maximilianeum. Denn die Sorgen und Nöte Ehrenamtlicher kennt auch der unterfränkische Abgeordnete Dr. Hans-Jürgen Fahn. Die wesentlichen Stolpersteine sind die vielen bürokratischen Hürden, die man nehmen muss und die auch viele Ehrenamtliche vor große Probleme eben bringen. Dann ist es so, dass es auch sehr viele Probleme gibt bei der Gründung von Vereinen, um überhaupt ehrenamtliche Strukturen aufzubauen. Und hier muss vieles eben flexibler und unbürokratischer werden. Ehrenamt sei eine Daueraufgabe, deren finanzielle Unterstützung verstetigt werden müsse. Dr. Elfriede Schießleder vom Katholischen Frauenbund beklagte die Kluft bei der Ehrenamtspauschale. Wegen unterschiedlicher Pauschsätze entstehe ein Zwei-Klassen-Ehrenamt. Schießleder hat deshalb zwei konkrete Forderungen an die Politik. Zum einen Klarheit in diesem Steuerrechtsdingen und auch noch mal viel mehr Würdigung im Sinne von einer Absicherung. Einen Bildungsurlaub, nennen wir es Urlaub, für die Ehrenamtlichen, damit die sich auch gut befähigen können. Ich wünsche mir gesetzliche Vorgaben für diese Urlaubszeiten. Im öffentlichen Dienst haben wir sie. Wir haben sie bei der Jugend. Im Moment wird sie gefordert für die Seniorenarbeit. Warum vergessen wir die Frauen, auf denen doch der Hauptanteil des sozialen Ehrenamts liegt? Der Verein Frauen für Frauen sei dafür ein Musterbeispiel. 2017 mit dem Bayerischen Integrationspreis ausgezeichnet, bietet er unter anderem Deutschkurse für Frauen aus unterschiedlichen Herkunftsländern. Gerade im Bereich der Integration leisten Ehrenamtliche wertvolle Arbeit, etwa Mischa Kunz vom Verein Münchner Freiwillige Wir helfen. Er hat die Flüchtlingskrise als Motor für bürgerschaftliches Engagement erlebt. Deswegen sage ich, Krisen sind auch Chancen, insbesondere fürs Ehrenamt. Nämlich Menschen sind mit dem Ehrenamt in Berührung bekommen durch die Spontanhilfe und haben dann auch Lust auf mehr bekommen, wie mit einer Vorspeise, die Lust auf die Hauptspeise macht und wollen sich weiter engagieren. Manche haben das geschafft, andere haben das nicht geschafft. Zum Teil hat auch die Politik ihren Teil dazu beigetragen, dass die Lust am Ehrenamt auch wieder vergangen ist. Und da muss man dagegen wirken, weil wir brauchen das Ehrenamt nicht nur in der Flüchtlingshilfe, sondern in allen Bereichen. Auch der parlamentarische Geschäftsführer Florian Streibel bekräftigt die Ehrenamtlichen in ihrem Engagement. Ohne die vielen tausend Freiwilligen hätte die Flüchtlingskrise nicht bewältigt werden können. Sie seien Menschen, die positive Prozesse in Gang setzen und damit im starken Kontrast zu all jenen stehen, die im Internet nur Hass verbreiten. Gerade in den sozialen Netzwerken, wo die Menschen meinen, sie haben ein Schutzschild zwischen sich und der Gesellschaft, da wird es dann plötzlich zum asozialen Netzwerk, da wird der ganze Müll also irgendwo ausgeschüttet und dieser Müll bleibt aber trotzdem da und diese Sprache, die wirkt. Und da müssen wir, gerade in der Politik, aber jeder in der Gesellschaft muss aufpassen, welche Worte er wählt, denn diese Worte wirken. Grundwerte wie gegenseitige Rücksichtnahme und Respekt sollten immer gelten, online wie offline. Dass Ehrenamtliche diese Werte im Alltag lebten, verdiene tiefen Respekt. Die Freien Wähler wollen deshalb alles dafür tun, um die Anliegen der Ehrenamtlichen im Landtag auch in Zukunft gut zu vertreten.